Du siehst aber auch wieder schick aus heute. Das kann ich nur zurückgeben. Oh ja, ich bin ein bisschen sportlich unterwegs. Lass uns anfangen. Hallo! Wir haben uns überlegt, wir springen jetzt auch mal auf den Zug auf, der eigentlich schon vor Jahren abgefahren ist, und wir reden heute über Fashion. Und wie sollte es anders sein, werden wir heute auch wieder ein bisschen spielen. Und wir haben uns was ganz Tolles ausgedacht. Wir erraten Wörter. Der eine ist taub, der andere erklärt's, der andere muss es trotzdem verstehen, an den Lippen ablesen, etc. Und wer das errät, der kriegt den Punkt. Okay, das läuft jetzt so ab. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Der verliert, muss als erstes Wort erraten. Wenn du das Wort errätst, bekommst du einen Punkt. Wir haben uns auch überlegt, dass wir 30 Sekunden Zeit haben, die Worte jeweils zu erraten, sonst zieht es sich für immer. Ja. Und für immer ziehen ist nicht so gut. Ja. Wir fangen jetzt mal an. Bereit? Schnick, Schnack, Schnuck? Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Bam, Mann, ich bin der Meister vom Schnick, Schnack, Schnuck hier, Alter. Los geht's. Kopfhörer auf. Alles klar, geht los. Fußballmannschaft. Ist dein Ernst? Achso. Hey, ich, du hast Kopfhörer auf, ja, ja. Ich sage ist das gut, vor. Ist gut. Ja, so ist es halt, wenn man mit Dummen arbeitet. Hörst du mich? Hörst mich nicht? Okay, guck mich an. Tischtennisplatte. Was? Tischtennisplatte. Mach mal Mut um richtig. Ich mach richtig. Tischtennisplatte. Tischtennisplatte. Du... Tisch, der Timer läuft nicht. Okay, Tischtennisplatte. Tisch. 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 Ah, nein, 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 ist noch nicht Ende. Ist noch nicht Ende. Tisch. 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 Tisch ist richtig. Tisch. 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 Tennis. Nochmal. Tennis. Tischtennisplatte. Tisch. Tischtennisplatte. Tisch. Ja. Tisch. Tennis? Tennis. Tennis. Tennis? Ja. Tennis. Tischtennis. Tischtennis. Tischtennisball. Tischtennisplatz. Tischtenniskelle. Tischtennisball. Tischtennis. Tisch. Du musst Tisch, das Wort sagen. Tischtennisplatte. Ball. Okay. Es war Tisch, richtig schlecht. Tischtennisplatte. Platte. Alter. Okay. Kokosnuss. Ah, Kokosnuss. Ah, easy. Verdammt. Aber es war gut. Es war gut von Mutter. Okay, okay. Dann machen wir direkt den dritten hinterher. Ich habe nichts verstanden. Tollpatsch. Tollpatsch. Nochmal. Tollpatsch. Tollpatsch. Du bist ein dicker... Dann zwei Worte? Nein. Du bist ein dicker Tollpatsch. Andi ist ein dicker, fetter Tollpatsch. Fünf. Voll. Toll. Voll war. Toll. Toll. Patsch. Tollpatsch. Ah, ja. Ja, schade. Es waren 31 Sekunden. Ach komm. Ja, erzähl nicht. Nein, 31 Alter. Sekunden. Nein, nein, nein. 31 Sekunden. Du hast einen erraten. Einen. Sag mal was. Chris ist dumm. Was? Chris ist dumm. Ich höre dir gerne Wort. Okay. Soziales Netzwerk. Soziales Essverhalten? Soziales? Soziales? Netzwerk. Sozial. Soziales. Netzwerk. Netzwerk. Netz. Sex ficken. Netzwerk. Essverhalten. Netzverhalten. Netz. Esswerk. Nein. Soziales. Soziales? Soziales. Dann Netzwerk. Sexficker? Soziales. Zeit ist vorbei. Was? Zeit ist vorbei. Zeit ist vorbei. Oh. Was wäre es denn gewesen? Soziales Netzwerk. Oh, soziales Essverhalten hast du gesagt. Nein, Netzwerk. Lifestyle. Life is life. Ja. Lifestyle. Style. Lifestyle. Ein Wort, ein Wort. What? That's fine. Mach schnell. Lifestyle. Style. Life sein. Lifestyle, Mann. Life. Lifestyle. Style. Seife. Life. 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 Lifestyle. Lifestyle. Sag mal, das, nur das erste Wort. Life. Life. Ja. Life, ja. Style. Style, Mann. Live-Sendung. Ist der behindert, Alter. Style. Live. Style. Seil.
Ja, Lifestyle. Wer kennt das nicht? Live geil. Lifestyle, Mann. Lifestyle. Ja. Lifestyle. 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 Ich erfinde keine Wörter, Alter. Ja, Mann, es gibt es, Lifestyle. Was ist denn das gute alte Lifestyle? Wer kennt das nicht? Du musst doch auch mal nachdenken, Junge. Bist du bereit? Weiter. Bist du bereit? Dann gib dir Mühe. Herrenabend. Was? Herren? Herren. Ich sehe nur Zunge bei dir. Mach mal was mit dem Mund. Herrenabend? Los, ist meine Zeit. Das war das Wort. Herrenabend. Rentenarbeit. Nein, Mann. Rentenarbeit. Herrenabend, Mann. Herrenabend. Herrenabend. Endarbeit. Herrenabend. Was sagst du denn für ein Wort? Das gibt's doch gar nicht. Mach jetzt. Herrenabend. Herren. Eng. Herren. Eng. Herren. Eng. Abend. Eins, zwei. Eng, 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 eng. Herrenabend. Herrenabend. Ich verstehe es nicht. Er checkt das einfach nicht erst. Er kennt das Wort auch nicht, Alter. Was? Herrenabend. Leute, so. Herrenabend. Herrenabend. Zeit ist vorbei. Zeit ist vorbei. Herrenabend. Herrenabend. Herren, wo ist denn bei... Du machst Herrenabend. Nein. Wo ist denn bei Herren eine Zunge? Herrenabend, habe ich gesagt. Herrenabend. Ja, 1-1 offensichtlich. Du übst jetzt, Alter. Du übst. Du übst zu erraten. Da sind die Minuten schon wieder ins Land gestrichen. Wir fangen jetzt aber mit unserem Thema an. Und zwar haben wir uns überlegt, wir reden über aktuelle Fashion-Trends, über Fashion-Trends, die ein All-Time-Favorite-Fail sind. Und wir haben uns großartige Sachen überlegt. Das heißt, Mädels, Zettel rausholen, Stift rausholen, Notizen nehmen. Denn das ist das, worauf Männer wirklich stehen. Ja, lass uns doch mal direkt mit einem positiven All-Time-Favorite anfangen. Und da muss das Wetter aber mitspielen und das ist das Sommerkleidchen. Die guten alten Sommerkleidchen. Sommerkleidchen funktionieren einfach. Hast du eine Lieblingsfarbe beim Sommerkleidchen? Ich stehe zurzeit so auf Petrol, muss ich sagen. Was ist ein Petrol? Ja, Petrol ist so ein bisschen zwischen Grün und Blau, so dazwischen. Petrolige Sommerkleidchen sind stark im Kommen, habe ich gehört. Weiße Kleider funktionieren bei mir immer. Oder weiße immer, Sommerkleider. Ja, nee, doch, weiße Sommerkleider ist super, super aber, sexy. Aber meinst du denn so weißes Leinenkleid oder meinst du eher sowas, was eng anliegt? Ich finde, da sieht man die Unterwäsche immer so doll. Nee, ein weißes, lockeres. Also ja. Für mich ist ein Sommerkleid halt auch immer locker, ein bisschen niedlich, aber ja. so weiß ja, aber funktioniert schon so, bei mir. Ja, aber wenn es so ein Leinenstoff ist, dann passt es. Aber ich glaube, wenn ich jetzt von sowas wie ein Unterhemd oder so, von so einem Stoff ausgehe, was so nah dran liegt so. Nein. Wo wir aber schon bei weiß sind, was leider gar nicht geht und was sich so die letzten 20 Jahre durchzieht, sind weiße Stiefel. Leute, ich frage mich immer, weiße Stiefel, ob nur kurz oder lang, habt ihr den Knall nicht gehört, Mann? Ey, nee, wirklich, weiße Stiefel funktionieren nicht mal mehr bei Nutten. Ich weiß auch nicht. Also weiße Stiefel, also Overknee geht sowieso nicht, dann ist immer sofort Nuttenbereich, ne? Aber auch nur bis zum Knie, das ist alles. Also ja, oder weiß auch, es gibt ja auch diese kurzen weißen Stiefel, die bis zum Knöchel gehen oder so. Nein, Mann, weiße Stiefel, weißes Leder. Jetzt, wo du so einen All-Time-Fail angesprochen hast, wie findest du denn den Trend, dass es zurückkommt, dass alle wieder diese Halsbänder, diese engen Halsbänder tragen, so wie, keine Ahnung, in den 90ern, würde ich sagen, Anfang der 90er. Naja, ich glaube, die heißen Choker oder sowas. Also darunter habe ich sie kennengelernt. Ja. Diese breiten, ganz enge Halsbänder. Ja, Halsbänder, so quasi, wie es von einem Hund. Wie ein Hundehalsband, ja. Wie findest du die? Ah, ich muss ja sagen, ich finde es sexy. Du findest es sexy? Ich finde es sexy. Ich finde, es hat halt was... Es hat halt was Sexuelles so. So, weißt du, wie so ein fehlt nur noch der Bondage-Ball im Mund, aber weißt du, wie wir die früher genannt haben, die Dinger? Nee. Also ein Mädchen, das anhatte, haben wir immer gesagt, die hat den schwarzen Gürtel im Blasen. Wie findest du die denn? Findest du die gut? Jetzt mit der Assoziation aus deiner Jugend? Nee, ich weiß nicht, ich mag die nicht so. Also ich finde, man kann die schon, einige Frauen können es trotzdem tragen, so, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist ein Hingucker für mich. Okay. Let's agree to disagree. Okay, dann haue ich direkt was raus, was glaube ich auch sehr zwiegespalten ist, selbst bei mir zwiegespalten ist, sind diese High-Waist-Pants oder High-Waist-Shorts, Jeans. Also die wirklich. Was denn jetzt, Jeans oder Shorts?
Beides. Es gibt ja beides. Diese Jeans, die typischen Jeans, die bis zum Bauchnabel hochgehen. Ja. Es gibt es aber auch als Shorts. Mhm. Das finde ich immer schwierig. Ich weiß nicht, wie ich dazu eingestellt bin. Aber ich habe das Gefühl, dass jedes Mädchen im Alter von 15 bis 20 das trägt. Sowieso. Ja. Es gibt auch im Internet, hast du mal gesehen, es gibt dieses Girly Starter-Paket. Weiße Sneakers, High-Waist-Jeans, schwarze Bomberjacke. So laufen alle rum. Ich finde es ganz okay. Also ich finde, High-Waist sieht trendig aus. Muss man wahrscheinlich auch die richtige Figur für haben. Also weil wenn es dann irgendwie unproportional ist, dann, es macht halt ein sehr langes Bein, ne? Es macht vor allem, ich habe das Gefühl, es macht den Po sehr lang. Da musst du halt einen geilen Arsch für haben. Könnte ich eine High-Waist-Jeans tragen? Nee. Ja, aber da gibt es ja Unterschiede. Also ich würde jetzt sagen, eine Jeans, also unten umgekrempelt ist ja sowieso dieses, es muss ja unten umgekrempelt sein. Also ja, die Sneaker müssen zu sehen sein und umgekrempelt, sodass man auch am besten den Knöchel noch sieht. Genau, besten, keine Socken. Wenn denn nur Socken, ganz kurze Socken so, also Socken will man nicht sehen heutzutage. Genau, Socken. Aber auch bei Männern willst du Socken nicht sehen, habe ich das Gefühl. Nee, diese weißen Socken, die mit den Streifen, die finden sie nicht mehr so toll, die Frauen. Nee, verstehe ich gar nicht. Cool. Tennissocken kamen doch immer so gut an bei allen, verstehe ich gar nicht. Also. Krasses Thema. Auf jeden Fall, die Hosen sind interessant geworden, kann man so sagen. Ja, also da würde ich aber auch die Hotpants mit reinbeziehen. Ja. Bei Hotpants bin ich auch zwiegespalten. Ist natürlich bei einigen schön anzugucken, bei anderen eher nicht so. Ich weiß auch nicht, warum auch jeder Menschenschlag komplett es auch konsequent durchzieht, diese krassen Hotpants anzuziehen. Ich finde ja, dass Hotpants, wo man einen Teil vom Arsch sieht, unangebracht. Muss ich sagen, weiß ich nicht, warum eine Frau sowas anzieht. Ganz ehrlich, wir sind unter uns beiden Gebetsschwestern. Ja. Als Mann findest du es doch geil. Nee, finde ich auch nicht geil. Nee. Ich finde, eine Hotpants muss immer ein kleines Beinchen haben. Sieht im Prinzip aus wie eine Jeans-Schlüpfer. Und wenn dann jemand Fahrrad fährt mit den Dingern und der ganze Arsch hängt raus, dann denke ich mir so, nee, fühlt sie sich da drin wohl? So, ich würde mich natürlich ohne Hose auch wohlfühlen, wenn ich den ganzen Tag ohne Hose rumlaufen würde. Aber mache ich das deswegen? Nee. Gerade ja. gerade. Also das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde Hotpants cooler Trend, sieht geil aus, und aber immer mit Beinchen. Ah, wie findest du denn eigentlich, wenn eine Frau so ganz stark rote Lippen geschminkt hat? Oh, ist auch schwierig. Schwierig? Ist auch schwierig. Es gibt Frauen, bei denen sieht es richtig, richtig gut aus. Mhm. Also ich habe immer das Gefühl, das muss zu einem bestimmten Anlass sein. So im alltäglichen Leben denke ich dann immer, wem willst du ja gerade irgendwie was beweisen? Mhm. Aber grundsätzlich kann das schon sehr sexy sein, finde ich. Ich finde, es hat immer so ein bisschen mit dem Hauttyp zu tun. So, wenn das jetzt eine sehr blasse Person ist, dann denke ich mir immer, why so serious? Ja? Also, dass es schon so da rangeht in diese Richtung. Ja. Ich glaube, wenn jemand dann eher einen dunkleren Teint hat, dann passt das schon eher. Aber ich persönlich mag rote Lippen gar nicht. Ne? Weißt du, woher das kommt, dass Männer rote Lippen sexy finden? Das ist evolutionstechnisch bewiesen, ja. Damals hast du ja immer rohes Fleisch gegessen als Kind, ja? Und deine Mutter hat das vorgekaut und hat dir das gegeben und dann hatte sie immer den Mund blutig, wo sie da das rohe Fleisch gegessen hat und hat dir das dann in den Mund getan. Und daher denken wir, rote Lippen ist unser Kopf verbunden mit rote Lippen, sind geben mir Essen, ich fühle mich dadurch gut. Okay, wenn ihr diese Geschichte glaubt, dann kommentiert bitte unter diesem Video, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Ich kann die Antwort selbst nicht sagen. Ja, aber wo wir schon dabei sind, es gibt ja diesen hautfarbenen Lippenstift, diesen leicht pinken Nude-Lippenstift. Mm. Oh, ich blende hier gleich auch mal ein Bild ein. Mm. Das check ich nicht. Das ist wie mit weißen Stiefeln so. Wer will denn, dass du deine Hautfarbe von deiner Lippenfarbe nicht mehr unterscheiden kannst? Das ist ein Abwasch ist. Das ist Nude, Chris. Das ist Nude. Das ist Nude. Checkst du das nicht? Nee, vielleicht check ich das nicht. Auch hier habt ihr wieder die Möglichkeit, mich von diesem Lippenstift zu überzeugen. Ja. Und damit ihr darüber jetzt nachdenken könnt, machen wir eine kurze Pause. Wenn euch das erste Video schon mal gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert uns und wir sehen uns gleich im zweiten Teil wieder. Bis gleich.